Minecraft Tuesday, 16. Januar 2020. Anlässlich des Geburtstags des Autors erhalte ich von Tobi einen perfekten Bogen ohne Mending. Problem ist allerdings, dass ich nun nachts nicht schlafen kann, da Tobi online ist. Naja, da kann ich meine neuen Waffen gleich ausprobieren. Aber die Monster hier sind echt nervig. Als ich mich auslogge und später wieder einlogge, ist dann Kano online. Schön, dass solch ein Leben auf dem Server herrscht. Nur der Schlaf leidet darunter und Phantome können sprießen. Weiter geht es mit dem Ressourcenpack Sapex Craft. Aber irgendwie sieht das aus wie Swags und damit zu comiclastig. Dann geht es in den Nether. Das ist natürlich eine gute Idee mit meiner neuen tollen Ausrüstung. Da kann ich diese doch direkt in der Lava versenken. Nein, ich zieh mir lieber was anderes an. Auch Kanu hat Geschenke anlässlich des Geburtstags des Autors. Diamantblöcke. Die kann ich doch toll für das rätselhafte grüne Monument im Museumskeller gebrauchen. Und ich nehme sie am besten auch direkt mit in den Nether. Nein, 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 nein. Hier sind die Gasthäute sehr aggressiv und zerbomben mir meinen Kiesweg. Konnten die schon immer Kies zerbomben? Ach, ist mir neu. Dabei will ich doch nur Tobi kurz mein Netherziegelabbaukonsortium zeigen. Aber ich stehe unter Beschuss und falle in die Lava. Überraschend ist die Ersatzrüstung aber sehr feuerfest und kann problemlos in der Lava schwimmen. Weiter geht es dann beim Erkunden für die Karte. Fast sind wir schon in Kanus Gebiet und kartografieren immerhin schon sein Bambusfeld. Von dort geht es aber weiter durch das Wasser, wo wir das Ende des Unterwassertunnels sehen. Und dann kommen wir in Norden von Alsarin zu einem gänzlich unerforschten Kontinent. Außerdem ist die 1.15.2 nun raus und dank der Neuerung kann ich mir endlich Bienen zu meiner Villa holen. Ressource-Pack wäre eigentlich als nächstes Epic Adventures gewesen, aber die führen mich in eine diffuse Dropbox. Nee, das lasse ich lieber. Minecraft Tuesday 17, Januar 2020. Für die Grenze brauche ich Holz. Also pflanze ich viele Eichen und hoffe dabei, einen weiteren Bienenstock zu spawnen. Leider kommt keiner mehr dazu, aber ich habe ja schon einen bei der Villa und kann da meinen ersten Honig ernten. Vor das Studio, in dem die Krusty Show aufgezeichnet wird, ist ein weiterer Raum. Vor dem Studio ist ein weiterer Raum. Der bekommt erstmal eine Decke. Also wieder viel bei Kanalraupe und im 1.15er Gebiet Tonfarmen. Da lasse ich die Decke natürlich auch zwischendurch mal so halb durchgezogen alleine. Aber was ist das dann plötzlich für ein extremer Nistkasten für Monster? Als ich wiederkomme, fühle ich mich ja wie auf dem Kriegsplatz. Als müsste ich in die Bank von Spanien einbrechen. Bomben, Zombies, Explosionen. Ich muss mein Gebiet erstmal zurückerobern und damit Fackeln zu spammen. Dann ist der Forum fertig und ich kann ihn zur Einrichtung ausschreiben. Schnell meldet sich die TK-Architekturabteilung, um über einen angemessenen Preis für dieses Großprojekt zu verhandeln. Der Bischof beginnt auch direkt Unterlagen für den Prozess gegen mich vorzubereiten, der unweigerlich kommen wird, wenn andere Vertragsparteien, wir sollten einen Vertrag aufsetzen, ihre Bedingungen nicht erfüllen. Ich beginne derweil mit dem eigentlichen Raum für die Krusty Show. Erstmal muss der Boden verlegt werden. Braune Wolle, also ab zu den Schafen. Ah ja, Resource Pack wäre diesmal Gear Plus, angeblich für die 1.15, doch die Download-Version ist dann sogar nur für die 1.12. Ja, und dann ist der Endtunnel tatsächlich abgeschlossen. Genug Lava geholt für die Beleuchtung, am Ende ein Fallschacht auf die richtige Höhe. Man braucht ja auch keinen Weg zurück, denn da kann man über das Ende gehen. Und ab jetzt kann man dank meinem Tunnel, an den auch die hochehrwürdige Kathedrale noch nicht angeschlossen ist, jederzeit in das Ende. Außerdem züchte ich einige Bienen, um diese mit Kano und Gizzlebee zu traden. Das gibt mir sehr viel Eisen. Leider ist der geheime Geheimraum zwar fertig, aber Eisen kann man sicher auch später noch gebrauchen. Minecraft Tuesday 18, Januar 2020. Ja, eigentlich wäre ja das BNP-Haus dran, aber ich bin gerade im Bienenfieber, da baue ich lieber ein paar Bienenstöcke. Für das Geheimprojekt fehlen mir Seelaternen, aber Gizzlebee wollte mir welche liefern. Ich weiß auch, dass er mir welche geliefert hat. Das hat er gesagt. Er sagt auch wohin, aber ich weiß es nicht mehr. Also schaue ich beim Geheimprojekt in Gizzles Basis in meinen Briefkästen keine Seelaternen. Ach, wir bräuchten mal ein funktionierendes Postsystem. Schließlich finde ich die Seelaternen in der entsprechenden Kiste in meinem Hauptlager. Da hat Gizzlebee sie also hingetan. Wer rechnet denn damit, dass er sie korrekt einsortiert? Jedenfalls kann ich dank der Seelaternen das Geheimprojekt nun beenden. Der hochehrwürdige Bischof darf damit zur Einweihung einladen. Aber erst geht's wieder zur Grenze. Es scheint doch wieder auf Fullfront, wie schon bei der 1.13 und der 1.14 hinauszulaufen. Dieses Ressource-Pack sieht immerhin jedes Mal anders interessant aus. Diesmal erscheint es mir irgendwie giftig violett.
Hier müssen noch immer Berge abgetragen werden bei der Grenze. Ein Creeper kommt und hilft mir mit einem großen Bumm leider da, wo ich schon fertig war. Beim Meteoritenkrater muss ich aufpassen, dass ich die gute Mending-Spitzhacke nicht verliere. Daher kämpfe ich extra gegen die Monster und nehme die Spitzhacke dabei in die Offhand. Aber sichtbare Wiederherstellung findet dabei nicht statt. Die Spitzhacke repariert sich auch bei der Netherfestung noch nicht. Daher lege ich sie besser in meine Endertruhe ab und mache mir für den einfachen Abbau eine neue. Ah, Frieden! Endlich Frieden mit Altarin! Ja, außerdem schreitet der Bau des Postgebäudes durch hochehrwürdigen Bischof in Jendistan voran. Ja, der Bischof will darauf hinweisen, dass er Ernst Dump die Seelaternen eigenhändig übergeben hat, alle 20 Stacks. Ansonsten ist der Bischof dankbar für den Blockeintrag. Oh, der nächste Hoste hat keine Nummerierung bekommen. Müsste ja dann die 19 gewesen sein. Minecraft-Hoste ohne Nummer, Februar 2020. Weiter geht es vom TNT-Testgelände aus der Kisselbys Sumpf, wo ich ja keinen Ton abbauen darf. Hier sind dann plötzlich geflügelte Schweine. Naja, was erwartet man schon von gesegneter Sumpferde? Wir durchschwimmen etwas Eiswasser und kommen dann zu Kanus Grenzposten, der inzwischen vollendet wurde, und dann tatsächlich auch nach Jensistan. Von dort geht es weiter über seine Lichtmarkierungen unter Wasser bis zum Ende des Unterwassertunnels. Dabei entdecke ich auch noch einige Inseln, die man verpachten könnte. Apropos TNT-Testgelände. Hier kann man echt ganz schön viel Spaß haben. Mit Kanu testen wir hier TNT und kitzeln Creeper. So kann man die Nächte äußerst unterhaltsam verbringen. Und die Grenze wird natürlich auch langsam, aber stetig Richtung Anker fortgeführt. Da fällt mir ein, dass zwischen meinem und Giselbys Gebiet eine kleine Insel mit einem Wald ist, die keinem gehört. Nun gut, wenn die keiner mit Bauvorhaben für sich beansprucht, wird meine Grenze da mitten durchgehen. Ja, bei den Krusty Loo Studios waren wir ja jetzt in dem Raum, in dem die Krusty Show aufgezeichnet werden sollte. Daher muss er zuallererst mit brauner Wolle ausgelegt werden und das wird dauern. Die Kakaoschafe freuen sich schon auf extra Streicheleinheiten. Und ich muss dran denken, hier genug Fackeln hinzustellen. Soll ja kein Creeper TNT-Testgelände werden. So, und auch im Garten des PNN Pepperhauses gibt es nun Bienen. Sollen Sie doch bitte Tamaras Schmetterlinge verjagen. Hurste 20, Februar 2020, wir bleiben im Pen and Paper Haus. Wieso zieht sich dieses Projekt eigentlich so zäh? Das muss an den Böden decken mit dem fleckigen Holz liegen. Wer hat eigentlich die Idee, den Boden so aufwendig zu machen? Das war bestimmt Jackie. In Einal hatte ich das Problem, dass ich sehr viel Felsgestein für das Meer um Stratos City abbauen muss, dabei viele Spitzhacken und XP verliere. Daher habe ich dort begonnen, einfach den ganzen abgebauten Kobbel in das Ofensystem zu stecken. Dadurch werden XP in den Öfen gespeichert. Und ich kann den Kobbel ja sogar doppelt brennen. Hier bei der Grenze brauche ich auch viele Spitzhacken und XP. Hier erwirtschafte ich auch viel Kobbel. Daher baue ich ein zweites Ofensystem, wo nur Kobbel in XP verwandelt werden soll. Kohle habe ich eh im Überfluss. Und dann habe ich eine Mobfarm gesehen, die mir echt gut gefällt. Damit könnte ich sehr schnell an XP kommen, wenn sie bei mir so gut funktioniert wie bei Sparky. Daher beginne ich mal, sie nachzubauen. Okay, dann schaue ich mir diese Mobfarm doch mal kurz an. Ja, erstmal kommt natürlich Werbung. Nein, kein Geld. Ich überspringe mal die Werbung. Ja, ich glaube, ich erinnere mich an die Mobfarm. Ja, wobei Spark hat die damals in einem Skyblock-Projekt gemacht. Also ich habe diese Mobfarm damals auch nachgebaut, aber vielleicht erfahren wir das ja dann im weiteren Blockverlauf. Ich gehe mal dann wieder zurück. Wir waren bei Minecraft Hürste 20. Ja, ich vollende die Mobfarm. Das ging ja schnell. Und tarne sie in einer formschönen Monsterbirke. Oh, eventuell kann man sie hier in der Aufnahme auch gleich sehen. Nee, da hinten links hinter dem Museum wird sie stehen. Egal. Allerdings spawnen keine Viecher. Allwissender Tobi kennt das Problem. Es sind bereits zu viele Entities da. Diese müssen erstmal beseitigt werden.
Das ist halt das Problem. Sparky hat das hier nach Skyblock gemacht. Da können ja keine, ist ja kein Platz für andere Entities. Und ja, bei mir war das was anderes. Ich bin in der normalen Welt, wo überall Höhlen sind, wo Entities spawnen können, und ich kann ja auch nicht jede Höhle in der Umgebung jetzt ausleuchten. Aber schauen wir mal, wie es damals weiterging. Alvis und Tobi kennen das Problem. Es sind bereits zu viele Entities da. Diese müssen erstmal beseitigt werden. Ich weiß nur nicht, wo sie sind. Ich muss suchen. Und tatsächlich finde ich mehrere riesige Höhlensysteme, die bislang gänzlich unentdeckt waren, direkt unter der Birke. Damit habe ich wohl ein neues Projekt: den Untergrund meiner gesamten Insel absuchen, ausleuchten und spawnunfähig machen. Ja. Der Bischof ist dankbar für diesen Blog-Eintrag und möchte verlauten lassen, dass die Post viel cooler ist als die Birke. Minecraft Tuesday 21 von Februar 2020. Der letzte Block sei zu mager gewesen, heißt es. Wie erkläre ich denn nun ausschweifender, wie ich weiterhin an der Netherfestung Ziegel rausreiße? Also, alles begann mit Minecraft Monday 8. Damals baute ich noch den Tunnel zu Kano, dafür brauchte ich Netherziegel. Und da ich noch nie systematisch eine Netherfestung abgebaut habe, nahm ich mir dies zum Ziel. Hinzu kam, dass auch Dein Tod für sein Projekt Netherziegel brauchte, und ich hatte bei LBH gesehen, wie Dougie für das Dorf von Hogwarts eine Netherfestung abgebaut hatte. Nun wollte ich also auch mal eine abbauen. Das Ganze ist nun schon 17 Monate her, und ich bin gut vorangeschritten. Mit Hilfe von viel Kies und Gerüsten habe ich sie peu à peu abgebaut. Während der Monsterwelle von der 1.14 baute ich sogar ein Koppeldach über die Festung. Inzwischen bin ich im inneren Ring, also quasi ein eckiger Rundgang, in dessen Mitte Lava ist. Das Abbauen ist hier besonders anspruchsvoll, da runterzufallen in die Lava wäre echt blöd. Doch die gemeinen Lohen haben natürlich rausgekickt, dass ich mich unter dem Koppeldach herauswagen musste. Dieses schwebt inzwischen weit über mir, da ich die Festung nach und nach unten abtrage. Besonders schwer ist es nun also darauf zu achten, nicht von einer hinterhältigen Lohe abgeschossen und in die Lava versenkt zu werden. Die hinterhältigen Viecher nämlich feuern aus großer Entfernung von irgendeinem nicht erreichbaren Netherabsatz und verstecken sich natürlich, sobald sie ihre Munition verschossen haben, zum Nachladen. Würden die Monster meiner Birke doch nur so brav spawnen wie diese Lohen. Krusty Loo Studios. Einst wollte Dein Tod hier eine riesenhafte Netherfestung aufbauen, nun aber wurde er aus der Gemeinschaft verstoßen und ich baue stattdessen ein Fernsehstudio. Süße kleine Kinder wollen hier sehen, wie die Krusty Show aufgezeichnet wird. Dafür mussten zunächst zahlreiche Schafe geschoren werden, damit diese auf einem sicheren Boden wandeln können, der mit Sicherheit nicht aufweicht. Der Raum an sich wurde dann in zwei Bereiche aufgeteilt. Eine Hälfte mit dem Aufzeichnungsraum, der andere als Abstellkammer. Als Grenze fungieren die Sitze der Kinder, die mit einem Geländer nach hinten hin abgesichert sind. Und hier kommen nun Regale, Truhen, Kameras und Scheinwerfer hin. Museum. Vor langer Zeit fragte ich, welches Gebäude ich nach der Villa bauen sollte. Alsarin fand das mit den Säulen schön, also entschied ich mich für das mit den Säulen. Aktuell baue ich hier am Kino. Warum? Es gab eine Umfrage und Kano rief zuerst Kino. Da war der Bischof erzürnt. Er wollte lieber eine Folterkammer haben und er fand, die Wahl sei nicht ordentlich genug von mir vorbereitet gewesen. Stimmt. Aber er darf sich nicht beschweren aufgrund seiner Teilhabe an der ordentlich vorbereiteten Wahl davor. Ja, okay, es war eine Wahl. Ich dürfte gar nicht wissen, ob und wie er teilgenommen hat. Aufgrund der Wahlbeteiligung von 0% aber kann ich ziemlich sicher sagen, dass er meine mühevoll vorbereitete Wahl komplett ignoriert hatte. Und vielleicht erklärt das auch, wieso ich diese Wahl nicht ordentlich vorbereitet hatte. Aber beim nächsten Mal, lieber Bischof, da mache ich wieder eine ordentliche Wahl. Hier beim Kino stricke ich gerade Wolle für die Wände. Das Schöne an den Wänden ist, dass sie sich aufgrund der Sitzreihen nach oben hin verjüngen. Sieht ohne die Sitzreihen komisch aus. Daher wollte ich jetzt die Sitzreihen machen. Dafür brauche ich aber Ziegelsteine. Und in den Sumpf des Bischofs darf ich nicht. Ich muss dafür die weite Reise zu Kanalraupes-Sumpf auf mich nehmen. Hier gibt es noch viel Ton. Doch jedes Mal, wenn ich hier Ton farme, verlaufe ich mich hoffnungslos und finde den Weg zur Kanalraupe nicht zurück. Dann laufe ich Minecraft-Tage durch die Gegend und stoße immer auf meine Sandfarmregion. Doch diese ist so groß, dass ich selbst in meinem eigenen Gebiet Minecraft tagelang umherstopfe, ich endlich ein Portal finde. Daher verlagere ich Kanalraupes Portal nun direkt zu dem Sumpfgebiet. Als ich endlich wieder zu Hause bin, sehe ich, dass ich auch noch genug Ton für die Sitzreihen in meinem Lager hatte. Strip Mining.
Nach dem Desaster mit der Monsterbirke, die nicht spawnt, weil in unentdeckten unterirdischen Höhlen schon so viele Monster sind, wollte ich eigentlich meinen kompletten Untergrund untertunneln und auf verschiedenen Lagen ausslabben. Aber einerseits müsste ich für die verschiedenen Lagen viele verschiedene Zahlen dafür bereitstellen, andererseits müsste ich sehr, 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 sehr viel buddeln. Und auf den meisten Lagen finde ich ja nicht mal Dias. Daher lasse ich das Strip-Mining mal genauso, wie es ist. In den Strip-Mining-Gängen kann immerhin nicht so viel spawnen, hier leuchte ich ja vernünftig aus und ich habe hier natürlich gute Chancen auf Dias und XP. Karte. Ich bin noch immer auf dem unerforschten Kontinent nördlich von Alsarin. Doch so unerforscht scheint er doch noch nicht zu sein. Da hat jemand den Weg zu einem unterirdischen Spawner markiert. Und dann komme ich sogar zu meinem Pen-and-Paper-Haus. Endlich ist auch dieses auf der Karte zu sehen. Als ich weiter kartografiere, entdecke ich dann auch, dass dieses unerforschte Kontinent derselbe Kontinent ist, auf dem sich auch der Bischof niedergelassen hat. Viele weiße Flecken hier noch zum Entdecken, hoher Bischof. Und als nächstes wird mich das Kartografieren hoffentlich wieder zu Kano führen, der sein Gebiet schon mehr ausgedehnt hat, als es seine Basis vermuten lässt. Monsterfalle. Nachdem die Monsterbirke in der vergangenen Saison so grandios gefailt hat, hole ich mir diesmal Unterstützung des genialen Gentechnikers Dr. Mephisto aus South Park, Colorado. Ich kann ihn davon abbringen, dem Creeper zwei zusätzliche Hintern anzuzüchten. Stattdessen fängt er einen Creeper und foltert ihn mit Dioden, bis er plötzlich anfängt zu wachsen. Der Creeper wächst und wächst und wird immer größer. Plötzlich passt das gigantische grüne Ungetüm nicht mal mehr in die große Halle des Museumskellers. Er wird zu gefährlich. Mir bleibt nichts anderes übrig, als die Diamantblöcke, die Kano anlässlich des Geburtstags des Autors gespendet hat, zu verwenden, um ein riesiges Diamantschwert zu erschaffen, welches ich dem Creeper in den Schädel ramme. Blut spritzt, Ascalon ist von einer Atombombenexplosion bewahrt worden. Mephistos Genexperimente aber gehen weiter. Er schnappt sich einen Enderman und fixiert ihn mit Hilfe eines speziellen violetten Blockes, dem nicht nur die Fähigkeit nimmt, sich zu teleportieren, sondern auch sich zu bewegen. So kann er nun als Sklave der Menschheit genutzt werden. Als nächstes bauen wir eine Statue zu Ehren des Alsarin, der extra für diesen Minecraft-Hoster eine neue Festplatte gekauft hat. Als Alsarin kommt, bekommt sie eine Erektion, also die Statue. Abends wird dann auch endlich der geheime Geheimraum eröffnet. Dies verläuft so, dass der ehrwürdige Bischof und ich zusammen dorthin gehen. Dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen der ehrwürdige Bischof, der gepriesene Alsarin und ich in den geheimen Geheimraum. Dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen Tobi und ich in den geheimen Geheimraum. Dann gehen wir wieder zurück. Alle haben den geheimen Geheimraum gesehen, nur Kano nicht. Im Folgenden wird der Enderman genutzt, um weitere Statuen in den Museumskeller zu tragen. Mephisto wurde wieder nach South Park geschickt. Er sagte, er müsse noch Hintern züchten. Ja. Oh nein, das erzähle ich in der nächsten Folge, was das da ist, was der König da gerade macht. Ich bleibe weiter in der Vergangenheit, ja? Gut. Hurste 22, Februar 2020. Nummer 20 wurde von Kano als zu mager kritisiert. Daher schrieb ich die 21 unter dem Anspruch, nicht mager zu sein. Wie quittierte Kano und die gesamte TK es mir? Schweigen und ignorieren. Naja, dann kann ich die 22 ja wieder unter den Hashtag mager stellen. Und im Toto heißt es mal wieder Buddel, Buddel, Buddel. Das Kino bekommt seine Wände, seine Decke und seine Sitze. Was aber nun komplexer ist, ist die Beleuchtung. Die soll man im Kino ja abschalten können. Bislang war ich eigentlich auf Seelaternen übergegangen, weil diese bei Tobi ein Müllprojekt darstellen, aber ein- und ausschaltbar sind nun mal nur Glowstones. Die muss man erstmal finden. Ich habe welche gefunden. Nun aber muss da auch noch ein Redstone-System dran. Oben die sind doch kein Problem, aber ich muss nochmal nachlesen, wie ich Glowstone-Lampen von unten befeuere. Naja. Das Gelände um den Meteoritenkrater ist ja auch ein Gelände für Challenges. Seit Minecraft Monday 20 im Dezember 2018 läuft eine Challenge zwischen Kano und Alsarin, wer hier schneller 64 Knochenmehl erfarmen kann. Nach über einem Jahr hat Kano die Challenge endlich gemeistert und darf sich Knochenmehlmeister 2018 nennen. Die Challenge endete 64-30. Kandidaten für neue Challenges dürfen sich melden. Ist auch 2023 noch aktuell. Beim Kartografieren geht es als nächstes durch die Eiswüste, wobei ich hier auch schon wieder auf den Koppelweg des Bischofs stoße. Der geht hier echt weit. Wo führt der nur hin? Ich schau mal nach und... in eine Sandwüste.
Diese sieht total unberührt aus. Dahinter geht der Koppelweg auch nicht weiter. Vielleicht die Sandfarmregion des Bischofs. Ich lasse ihn mal alles, wie es ist. Weiter Richtung Kano und seiner neuen Imkerinnung. Auf dem Weg an herrschaftlichen Gegenden vorbei, sieht Screenshot, nee, besser nicht, und einer neuen Sandwüste. Ob diese an die des Bischofs angrenzt, werden wir in einer der kommenden Folgen sicher herausfinden. Wir aber ziehen weiter zu Kano, seiner Imkerinnung, dem Schloss und daran wieder vorbei durch das offene Meer. Mageres Buddeln mit Blick auf die Monsterbirke und den Anker gab es noch bei der Grenze und ja, die TK will mich wegen Verleumdung verurteilen. Da sie mit dem Gericht unter einer Decke steckt, Hashtag nur Verleumdung, fliehe ich direkt in ein unbekanntes Gebiet. Hier will ich Villager züchten. Einen hole ich auf einen extra gebauten Marktplatz. Ein weiterer wird schon mal angeleint. Da startet ein Raid. Nach dem Raid ist der Angeleinte ein Zombie. Ich suche Werkzeug, um den Marktvillager zu einem Arbeiter zu machen. Währenddessen startet noch ein Raid. Der Marktvillager überlebt nicht. Einen weiteren Villager fange ich in einer Felsspalte. Den kann ich sogar ausbilden und hochleveln. Da beginnt die Nacht. Da ich, Alsarin und Tobi bereits online sind, kann ich die Nacht nicht überspringen. Mein hochgelevelter Villager überlebt die Nacht nicht. Währenddessen startet der Prozess. Ich boykottiere ihn, da ich das Gericht nicht anerkenne. Alsarin spielt wohl mit einem Wassereimer. Er wird zu Tode verurteilt. Er bittet um Gnade. Er wird begnadigt. Das hätte das Gericht bei mir nicht getan. Hashtag noch Verleumdung. Trotzdem wird mein Prozess vertagt. Um meine Verbundenheit mit Tobi zu zeigen, schenke ich ihm TNT, um es auf dem TNT-Testgelände zu testen. Außerdem eröffnet Kano einen neuen Brunnen am Spawn. Zu schade, dass der Prozess diese Eröffnung überschattet. Die TK-Bau zitiert einen Teil von Nummer 22, und zwar Nummer 20 wurde von Kano als zu mager kritisiert, daher schrieb ich die 21 unter dem Anspruch, nicht mager zu sein. Wie quittierte Kano und die gesamte TK es mir? Schweigen und ignorieren. Stellungnahme der TK Bau. An dieser Stelle muss die gesamte TK, vertreten durch die TK Bau, vertreten durch Kano höchstpersönlich, eingreifen und die Lügen des Autors aufdecken. Der Autor der obenstehenden Lüge hat sich offensichtlich und beweisbar über die Auszeichnung nicht mager gefreut. Da der Autor der obenstehenden Lüge auf die Auszeichnung durch ein qualifiziertes Mitglied der TK reagiert hat, ist bewiesen, dass entgegen der Lüge des Autors obenstehender Behauptung die TK das geänderte Verhalten des Autors keineswegs mit Schweigen und Ignorieren quittiert. Die Beweislage ist eindeutig und der Autor ist daher in den Bruch des gegen ihn fängenden Urteils der Verleumdung. Die TK-Bau ist verpflichtet, diesen Vorfall dem Hohen Gericht von Ascalon zu melden. Ja, tatsächlich war da dann ein Screenshot dabei. Kano schrieb auf Discord, der heutige Blog-Eintrag wird mit der Auszeichnung nicht mager präsentiert. Und Ernst Dump hat mit Partying Face reagiert. Naja. Wir haben ja noch 5 Minuten. Ich wollte gerade was zu der Folge sagen. Ich habe hier schon eine ganze Menge wieder vorgelesen. Was haben wir denn gemacht in der Folge? Also ich habe in der Folge was beim Schloss gemacht, das hat man ja gesehen. Danach bin ich zum Herrenhaus und habe da allen eigentlich, Chrissy war nicht da, allen anderen, Svensi war auch nicht da, aber das ist jetzt nicht mehr so überraschend, habe ich gezeigt, dass sie welche Neuigkeiten es dort gibt. Dann hat Tobi hat meine Schafe angezündet und gesagt, sie leiden unter spontaner Selbstentzündung. Der Bischof hat das gesehen und für ein Wunder gehalten und will, dass da jetzt eine Kirche gebaut wird. Aber ich bin ja nicht in der Kirche des Bischofs, deswegen muss ich das ja nicht annehmen. Der Bischof hingegen sagt, der Kirche ist es egal, ob ich in der Kirche bin. Und jetzt gehe ich einfach wieder zum Schluss zurück und baue da wahrscheinlich weiter. Schauen wir mal gerade. Mal zum Schloss zurück. Jupp. Ja, wie geht's in dem Schloss? Ja, da sieht man's ja. Ja, da muss ich mir natürlich hier alle Sachen holen. Genau, der hochherwürdige König war natürlich ein bisschen pikiert, dass ich dann so viel Zeit damit verbracht habe, das Herrenhaus zu zeigen, obwohl ja heute das Schloss dran war, weiterzubauen.
Und deswegen habe ich dann doch noch hier ein bisschen weitergemacht. Wie man hier sieht, man sieht sogar, dass der König dahin rumrennt und zuschaut. Ja, an der Stelle hätte ich natürlich auch gerne die Dumpbot-Perspektive dieser Szene hier. Wo man dann sieht, wie ich, wo man das halt aus der Ferne sieht, wie das hier wächst und nicht immer hier den einen Block, wie jetzt gerade in der Großaufnahme. Das muss ja nicht, also eigentlich nicht sein. Ja, achso, da geht es noch weiter. Ja, das ist jetzt nur auf diese Höhe, aber es geht tatsächlich noch höher. Ich soll es mir trotzdem mal von der Entfernung anschauen. Renne mal darüber. Nee, tut er nicht, schade. Ich dachte, wir schauen sonst jetzt aus der Entfernung an. Ja, ich suche ja immer noch Händler, die Mangroven für mich haben. Kano hat ja schon relativ lange Mangroven. Bei mir war es ja so, ich habe ja inzwischen eine in Einal gefunden, aber dadurch habe ich halt Mangroven in Einal, aber nicht hier. Kano sagt, er würde mir auch Mangroven traden, aber wenn ich mir das einfach von ihm geben lasse, ist das ja auch witzlos. Es geht ja darum, dass man, da man es sich selbst erwirtschaftet hat. Und ich erwirtschafte es mir quasi, indem ich warte und warte und warte, bis ich irgendwann endlich, entweder einen Sumpf mit Mangroven finde oder einen Händler, der mir das tradet. Ja, und in 20 ist ja jetzt dann ähnlich. Da werde ich ja auch hoffentlich, alles auf die natürliche Weise finden, ohne dass ich mir das von jemand anderem bringen lassen muss. Das ist ja quasi der Anspruch. Wenn ich einfach sage, ich lasse mir von jemand anderem bringen, dann hat man ja sofort alles und man ist ja hier eigentlich so ein bisschen das Sammelfieber. Das ist wohl nicht der König, der da gerade lang gelaufen kommt. Ich weg mit dir. Ach doch, da ist der König, auf den soll ich nicht schießen. Ja. Ja, es ist ja Sammelfieber. Was kommt denn in 21 neu dazu? Die Templates, die Kamele, die Kirschdinger. Ja, und da freuen wir uns natürlich schon alle drauf. Und wenn dann hier der Server in Jahr 20 wechselt, dann sind wir aber bereit. Bin ich aber bereit, um mir die Sachen zu holen. Ich habe ja auch schon das Kamelgehege, man hat es vorhin in der Folge gesehen. Ich habe ja extra schon das Kamelgehege gebaut. So, hier ist er jetzt echt dumm. Warum ist er denn nicht geschlafen? Ja. Ah ja, was in der 21 auch möglich ist, man kann Schilder verändern. Finde ich auch ganz praktisch. Wobei es ungewohnt ist, immer wenn man jetzt rechtsklick auf den Schild macht, ist man plötzlich hier in der GUI, um den Text zu ändern. So, hier kommen noch Fenster rein. So. Und dann da an der Seite kommen auch noch Fenster rein. Also Gitterfenster. Ey, du bist nicht der König. Ja, und ich hoffe mal, der König ist mit meiner Leistung dann soweit ganz zufrieden. Ich bin jetzt gleich am Ende der Folge angekommen. Man sieht, ich habe eine ganze Menge geschafft in der Folge, obwohl ich so viel am Herrenhaus war. Ich hoffe mal, der König ist zufrieden. Und jetzt muss ich noch ein bisschen, ein paar Sekunden noch strecken. Eine halbe Minute ist die Folge noch ungefähr. Ach, da hat er mir jetzt das Fleisch vom Schaf gegeben. Und wir können noch mal eine Runde schlafen. Gute Idee. So. Ah, hallo, Dr. Schweinepriester. Ach, der geht so gerne hoch. Ich weiß nicht, warum er so gerne hochgeht. Aber seine Füße müssen natürlich auch, unterschreiben. Er war ja, mit Videobeweis gerade, mit den Füßen im Gästebuch. Und ich denke, ich sage jetzt für diese Folge mal Arrivederci, over and out.